Auch in der zweiten Erzählung, der ich mich widmen möchte, wird gegen Ende Gehirn verspritzt. Kleist scheint diese Todesvariation besonders zu mögen. Die Armut leidet, sie kämpft nicht. Nur die verletzte Ehre oder die Lust auf Ruhm und Anerkennung kämpft. Kleist hatte nach diversen historischen Studien im November 1805 mit einer neuen Novelle, Entschuldigung. Ja. Hier, Professor, was mit dem Kleist? Hä? Was ist mit dem Kleist? Was war das für ein Typ? Verlassen Sie bitte diese Vorlesung. Lassen Sie nicht von mir stören. Hi, Dominik, wie geht's Ihnen? Sie haben ja nichts zu suchen. Professor, sind Sie immer noch an der alten dran oder ficken Sie jetzt schon wieder eine neue, hä? Was ist das denn? Sie beschmutzen die Literatur und die Wissenschaft mit Ihrer Anwesenheit. Verlassen Sie sofort meine Vorlesung! Nee, Mann, ich beschmutze, Mann, was beschmutzen, ne? Ich ficke deine Literatur, Mann. Was laberst du, Alter, hä? Schistisches Arschloch, du. Hey, jetzt reicht's. Nimm deine Pfoten weg. Gehen Sie raus. Nimm deine Pfoten weg, Mann. Fass mich nicht an, ich schwöre, ich fick dich sonst. Spaß, du. Raus. Fass mich nicht an, okay? Raus. Steck dir die Brille in den Arsch, du Spaß. Primitives Schwein. Setz deinen Türkenarsch in Bewegung und verlass diesen Raum. Aber sofort. Hau ab. Türkenarsch, hä? Du rechter Wichser, du rechtsradikaler Penner, du. Wir werden uns noch sehen, du Hurensohn, du Bastard. Wir werden uns sehen. Nächste Mal. Ja, nächste Mal, du Spaß. Halt deine Schnauze. Du Abfass. Platz, ihr Schlamm, macht eure Hausaufgaben, ihr Spasten. Keks, ihr Studentenkacker. Schweinefresser hier!